Sie können jetzt enorm sparen bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume und das Stufe für Stufe. Beim Bezug einer Dreiraumwohnung bis zu 10% und damit etwa 350 Euro im Jahr. Durch den Etagenbonus. Jetzt informieren unter Telefon 03571 46 73 0, Hoyerswerda 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein exzellentes Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Drehscheibe Lausitz, immer zur vollen Stunde, jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 15. Mai. Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? Um noch umweltschonender und sparsamer mit Rohstoffen umzugehen, ist viel Forschungsarbeit notwendig. In Chemnitz geht man ab heute einen Schritt weiter. Dort wurde heute eine einzigartige Forschungsfabrik eingeweiht. Die Fabrik der Zukunft wird besonders energie- und ressourcensparend sein. Sie wird die Umwelt kaum noch mit Emissionen belasten. Die Einbindung des Menschen in die Produktionsprozesse werden völlig neu gedacht. Für all diese Ansätze steht die neue E3-Forschungsfabrik des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, die am Donnerstag in Chemnitz eingeweiht wurde. Mit der einzigartigen Ideenschmiede werden gemeinsam mit der Industrie neue Lösungen bei Herstellungsprozessen entwickelt. Das erste E steht für Technologie, das zweite E für die Fabrik und das dritte E für den Menschen besser und neu in die Produktion mit einzubinden, ihn nicht daraus zu nehmen wie mit Vollautomatisierungstechnik. Und E3 bedeutet, lasst uns über diese drei Themen gemeinsam drüber nachdenken. Das heißt, eine Synergie versuchen zu erzeugen, dass wir nicht nur in den Bereichen neuer Technologie vorankommen, nicht nur bei den Fabriken vorankommen und nicht dort in den sozialen Fragen mit den Menschen vorankommen, sondern wo gibt es Verknüpfungen? Ein Beispiel, es gibt zum Beispiel Technologien, die durch das neue Datenmanagement in der Lage sind, mit neuer Logistik und auch mit motivierten Arbeitern ganz neue Ziele zu erreichen. Auf 1600 Quadratmetern werden derzeit zwei Fertigungslinien nachgebildet. So wird im Auftrag von Volkswagen an der Optimierung im Karosseriebau geforscht. Am Beispiel des Zusammenbaus einer Autotür wird untersucht, wie Mensch und Maschine noch effizienter zusammenarbeiten können. In einem weiteren Teil der Halle stehen in Kooperation mit Audi die Herstellung von neuartigen Antriebswellen im Fokus. Dank neuer Produktionstechniken wird hier 30% weniger Material benötigt, was sich letztendlich auch auf den Spritverbrauch der Fahrzeuge auswirkt. Alle wichtigen Informationen werden für die Mitarbeiter auf Monitoren sichtbar gemacht und können direkt weiterverarbeitet werden. Die gesammelten Erkenntnisse der Forschungsfabrik sollen nach und nach in die Praxis einfließen. Wir arbeiten im direkten Industrieauftrag, aber Sie können ganz sicher sein, dass diese Ergebnisse, die hinter mir erzeugt werden, schon in einem halben Jahr bei Volkswagen und Audi Eingang erlangen. Wir haben dann auch die Vorstände und sehr hohe Mitarbeiter hier bei uns im Institut, die ganz konkret abfragen, was ist herausgekommen und wo wir einem ganz starken Benchmark unterliegen. Es geht darum, diese Ergebnisse zu nutzen. Zur Eröffnung der E3-Forschungsfabrik waren hochrangige Vertreter aus der Bundes- und Landespolitik gekommen. So unter anderem die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanker, und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Durch Bund und Land sowie der EU wurden insgesamt rund 20 Millionen Euro in die Forschungsfabrik investiert.
Der Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, Professor Raimund Neugebauer, hatte in seiner Zeit als Institutsleiter in Chemnitz das Projekt angestoßen. Nach 2,5 Jahren Bauzeit soll die E3-Forschungsfabrik dabei helfen, dass Deutschland als Produktionsstandort einen Innovationsvorsprung erhält. Dem Ziel der Ressourceneinsparung gemäß wird das Gebäude selbst dank Photovoltaik und Blockheizkraftwerk umweltschonend mit Energie versorgt. In der E3-Forschungsfabrik der Fraunhofer Gesellschaft in Chemnitz hat die Zukunft schon begonnen. Was sonst noch heute wichtig ist, erfahren Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Du, das ist halt so. Für größere Sachen muss man regelmäßig was zurücklegen. Brot. Du magst doch Quark, Siehst du? Diese Woche wieder 10 Euro gespart. Jetzt sind's nur noch 40 Schulbrote bis zu deinem neuen Fahrrad. Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Das Servicecenter der Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda, jetzt neu, zentral im Treff-8-Center. Fahrradreparatur, Fahrradverkauf, Fahrradverleih, Akkuaufbereitung, Verkauf von Werkstattprodukten, Annahmestelle für die Wäscherei. Geöffnet montags bis samstags ab 9 Uhr. Lausitzer Werkstätten, Ihr Dienstleister in der Mitte der Lausitz. Und Achtung, nur diese Woche 10% Eröffnungsrabatt auf Neuräder und ein Fahrradschloss gibt es gratis dazu. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Deutschland und Polen wollen die grenzüberschreitende Polizeiarbeit weiter ausbauen. Sachsens Innenminister hat dazu heute in Skorzelec ein entsprechendes Abkommen mit unterzeichnet. Konkret sollen Beamte aus beiden Ländern mehr Rechte im jeweiligen Nachbarstaat erhalten, um die grenzüberschreitende Kriminalität in den Griff zu bekommen. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie jetzt bei uns im Überblick. Die Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft will das ehemalige Gesundheitsamt in der Frenzelstraße wieder verkaufen. Derzeit laufen durch das Unternehmen kostenintensive Sanierungsprojekte, daher seien für das Gebäude vorerst keine Maßnahmen geplant, erklärt Geschäftsführerin Magitta Fassel. Der Umbau zu einem Wohnhaus wäre mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Und da Immobilien in der Altstadt gut nachgefragt werden, sei man für mögliche Interessenten offen. 2011 hatte die Wohnungsgesellschaft die Frenzelstraße 20 für 160.000 Euro von der Stadt gekauft. Kalkungsanlage am Hoyerswerder Scheibesee ist wieder in Betrieb gegangen. Aufgrund der milden Witterung hat die Frühjahrsumwälzung des Gewässers bereits begonnen. Daher musste das normale Prozedere umgestellt werden, heißt es von der LMBV. Jetzt wird erst die oberste Wasserschicht mittels Brandkalk neutralisiert. Danach wird ein langsam löslicheres Kalksteinmehl eingebracht. Ziel ist es, den pH-Wert des Scheibesees von derzeit etwa 4 auf 7 bis 8 zu erhöhen. Einen Aktionstag zum Thema gesunde Ernährung gab es am Donnerstag auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Mehr als 80 Schüler konnten sich dabei an verschiedenen Stationen ausprobieren. Neben der Ernährung stand dabei auch besonders das Miteinander von behinderten und nicht behinderten Menschen im Vordergrund. Auch die Hoyerswerder Bundestagsabgeordnete Maria Michalk, der Landtagsabgeordnete Frank Hirche und der EU-Abgeordnete Peter Jahr schauten sich die Ergebnisse auf dem Archehof an. Mit einem gemeinsamen, selbstgemachten Essen wurde der Aktionstag beendet. In der Altstadtfiliale der Ostsächsischen Sparkasse Dresden ist am Donnerstag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Die mittlerweile 6. Schau des Kulturbundes führt die Besucher wieder auf eine architektonische Reise durch die Stadt. Diese ist übrigens auch in der neuen Broschüre des Vereins nachlesbar. Unter dem Titel Baulehrpfad Hoyerswerda wird der Aufbau, aber auch die Schrumpfung der Stadt näher beleuchtet. Zudem werden historische Gebäude und Kulturdenkmale vorgestellt. Das Heft ist in der Geschäftsstelle Lange Straße 1 erhältlich.
Die Kupferschiefer Lausitz GmbH wird ihr Büro in Spremberg schließen. Das derzeitige Team von 3 Mitarbeitern wird aufgelöst. Vor dem Hintergrund des weiterhin stagnierenden bis rückläufigen Kupferpreises hat die Muttergesellschaft mit Sitz in Washington beschlossen, die Planungsarbeiten für das KSL-Projekt ab diesem Sommer aus den USA fortzuführen. Der Unternehmenssitz wird allerdings in der Region bleiben, teilt das Unternehmen mit. Es sei weiterhin das Ziel, hier in der Lausitz Kupfer abzubauen. Ein Studententeam aus Senftenberg geht auch in diesem Jahr beim EcoShell-Marathon in Rotterdam mit ihrem selbstkonstruierten Fahrzeug Sunlady an den Start. Insgesamt nehmen 229 Teams aus Europa und Afrika seit Donnerstag daran teil. Ziel ist es, mit 1 Liter Kraftstoff oder der entsprechenden Menge Strom möglichst weit zu fahren. Bevor nächste Woche der Sommer einen neuen Anlauf nimmt, müssen wir erst noch mal diese Woche durch ein paar Regentage. Die Aussichten sehen Sie gleich bei uns. Außerdem haben wir dann die Veranstaltungstipps für Sie. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Mit der ganzen Welt kommunizieren, Leute kennenlernen und sich auszutauschen. Das macht das Hobby von Funkamateuren so besonders. Thomas Bayerlein ist leidenschaftlicher Funkamateur, fast sein ganzes Leben lang. Angefangen hat es bei mir persönlich ganz einfach mit dem Interesse an der Technik. Und inzwischen ist es aber einfach auch, ich kenne viele dieser der Amateurfunker, per Funk, persönlich, per Mail. Und wenn ich sie höre, weiß ich genau, was sie tun. Also ich kann mich damit identifizieren. Sie sind für mich nach wie vor interessante Partner. Und das ist das, was Spaß macht einfach. Es ist eine vertraute Gemeinschaft. DK0MIT heißt die Mittweidaer Clubstation, von der Thomas Bayerlein rund um den ganzen Erdball funkt. In den kommenden Tagen feiern die Funkamateure das 90-jährige Bestehen der Station und laden, wie sollte es anders sein, per Funk nach Mittweida ein. Knapp 20 Technikfaszinierte treffen sich schon seit vielen Jahren jeden Mittwoch in den Räumen der Hochschule Mittweida, um über die Ferne mit vielleicht noch nie gesehenen Menschen zu plaudern. Im Jahre 1924, mit dem Aufkommen der Radiotechnik, haben sich hier mit weiter mehrere Mitarbeiter der damaligen Hochschule und aus der Stadt zum Verein der Funkfreunde zu Mittweida und Umgebung zusammengefunden. Und nach relativ kurzer Zeit im selben Jahr wurde auch dem Verein hier an der Hochschule eine Versuchssendegenehmigung erteilt. In den Anfangsjahren war die Begeisterung für das Amateurfunken noch weit größer als heute, wo weltweite Netzwerke durch das Internet selbstverständlich geworden sind. Der DARC, der Deutsche Amateur-Radio-Club, zählt ca. 2,8 Millionen Funker weltweit als Gesprächspartner. Um das Hobby Amateurfunk überhaupt betreiben zu können, muss man grundsätzlich erst eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur absolvieren. Anschließend erhält man eine Lizenz zum Funken und bekommt ein Rufzeichen zugestellt. Das ist eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, die für einen selbst persönlich das Kennzeichen ist. Bei mir steht sie hier drauf, Delta Lima 1 Juliet Bravo Echo würde ich das vorlesen, also DL1JBE. Dieses Rufzeichen besteht erst einmal aus einem Landesscanner, das sind die ersten beiden Buchstaben, DL, das ist eine Gruppe, die geht bei DA los bis DM. Das sind deutsche Stationen, DL gehört zu den privaten Amateuren, DK0MIT. Ist eine Clubstation, hier. Und die restlichen Ziffern und Buchstaben bekommt man zugewiesen, wobei es wie beim Autokennzeichen ist, Sie dürfen wünschen. Nach einem Funkgespräch trudelt dann per Post die QSL ein. Eine ganz besondere Postkarte. Es ist die Bestätigungskarte für die verschiedenen Kontakte. Das dauert zwar durchaus mal 1-2 Jahre, ehe die Karte bei mir eintrifft, aber wie ich Ihnen vorhin zeigte, wir hier, einer unserer Mitglieder, König Hussein von Jordanien, im Jahre 1985 anlässlich seines 50. Geburtstages.
Ob bei Naturkatastrophen oder Stromausfällen. Funkamateure sind oft die einzige Verbindung zur Außenwelt. Denn über Kurzwelle oder UKW sind alle Länder der Erde erreichbar. Ab Freitag macht das Hüpfburgenparadies auf dem Festplatz am Gondelteich in Hoyerswerder Station. Es hat von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es um 14 und um 17 Uhr eine Kasper-Theatervorstellung und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Freitag das Basteln und Spielen je nach Lust und Laune auf dem Programm. Die Angebote können von 14 bis 18 Uhr genutzt werden. In die Kita Brüderchen und Schwesterchen in Laubusch wird am Freitag zum Familienfest unter dem Motto Märchen eingeladen. Los geht's um 15 Uhr. Ergebnisse und Probleme der Planetenerkundung durch Raumfahrtmissionen lautet das Thema eines Vortrages am Freitag im Hoyerswerda Planetarium an der Collinsstraße. Er beginnt um 19 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr bietet der Astronomische Verein bei guter Sicht eine Sonnenbeobachtung an. Im Blow-Up-Kino der Hoyerswerda Kulturfabrik läuft am Freitagabend der deutsche Streifen sein letztes Rennen. Filmstart ist um 20 Uhr. Nachts ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 3 Grad. Am Freitag bleibt es länger heiter. Gelegentlich ziehen lockere Wolken durch und bis auf einzelne Schauer bleibt es weitgehend trocken. Dabei erreichen die Temperaturen 17 bis 20 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die Eröffnung des Archäologischen Museums in Chemnitz. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.